Ja, hallo und herzlichen Abend. Vielen, vielen Dank für die freundliche Einladung. Wir haben uns sehr gefreut. Es ist immer eine gute Gelegenheit auch für uns, unseren Arbeitsstand zu sortieren und vorzustellen. Ich bin, wie gesagt, Max. Ich mache jetzt einen kurzen Input von circa einer halben Stunde, dann übernimmt Matthew für den zweiten Teil. Ich sage gar nicht genauer, was wir vorhaben. Aber vorab vielleicht noch zwei, drei Sätze zur internationalen Forschungsstelle DDR. Genau, die ist erwachsen, das ist vielleicht schon auch interessant angesichts des Themas des heutigen Abends, aus einer Konferenz der DDR-Solidarität mit dem Anti-Apartheidskampf in Südafrika. Und da waren verschiedenste Genossinnen und Freunde anwesend und es ist sehr klar geworden, einfach auf dieser Konferenz, dass da eigentlich sehr viel Potenzial darin steckt, diese Fragestellung, dieses Thema intensiv zu bearbeiten, nicht zuletzt deshalb, weil es erstaunlicherweise, muss man sagen, für wenn man mit der Realität in Deutschland vor allem konfrontiert ist, international oft eine sehr gute, positive Erinnerung an die DDR und ihren Beitrag für die nationale Befragungsbewegung gibt. Und in diesem Sinne haben wir versucht, quasi diesen Faden aufzunehmen mit der Forschungsstelle, jetzt seit, ich denke, gut 4 Jahren, die es uns gibt, also auch noch gar nicht so lange, und eben unter anderem zu der Frage der internationalen Solidarität, wir viel arbeiten. Wir haben vorne ein bisschen Material ausliegen, das freuen wir uns, wenn das mitgenommen, weiterverbreitet und gelesen wird. Wir sind eine unabhängige Forschungsstelle, ja, das heißt, wir sind auch nicht Teil der unzähligen NGO-Netzes der Anti-DDR-Stiftungen und Propaganda und arbeiten zusammen mit Massenbewegungen und anderen Forschungsverbünden, vor allem aus dem globalen Süden. Das ist quasi auch insofern wichtig für den heutigen Abend. Das heißt, unsere Arbeit ist direkt politisch motiviert, dass wir die Erfahrungen der DDR und des sozialistischen Aufbaus auch nutzbar machen und in die Diskussion bringen für heutige Kämpfe. So viel vielleicht zur Forschungsstelle. Wenn es dazu auch Fragen gibt, freuen wir uns natürlich auch und freuen uns auch immer über Spenden. Auch das darf ich vielleicht einmal kurz zu Anfang einmal sagen. Okay, worum geht es also jetzt heute? Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, sich dem Thema anzunähern. Und wir haben so ein bisschen hin und her überlegt und ich würde jetzt im ersten Teil so ein bisschen über die Frage genauer sprechen, wie wir uns diesem Thema eigentlich annehmen sollten und letztlich nur Schlaglichter auch werfen über die Praxis der DDR. Da ließe sich sicherlich ein ganzer Abend darum stricken. Das wird jetzt hier nur einen kleinen Teil einnehmen. Und im Teil 2 wollen wir uns dann tatsächlich, der antiimperialistischen Strategiediskussion der DDR und des sozialistischen Lagers zuwenden und da über Erfolge, Widersprüche und Probleme sprechen und das entlang von strategischen Wendepunkten, auch schon eigentlich begonnen mit der Oktoberrevolution, und freuen uns dann, wenn wir dazu in kontroversen und produktiven Austausch kommen mit Ihnen. Gut, wie anfangen? Ich würde sagen, lass einfach mal kurz das Video laufen, einen ganz kurzen Schnipsel, und sag dann was dazu. Und ist jetzt so? Ja. Die Ausstellung, in der wir uns befinden, im Albertinum, heißt Revolutionary Romances mit Fragezeichen. Und der Titel spielt darauf an, dass man ja mit den sogenannten Bruderländern zur DDR-Zeit Kontakte gepflegt hat. Zum Teil haben die Künstlerinnen und Künstler auch ganz klar Auftragsarbeiten bekommen. Gleichzeitig aber kann man den Titel auch wörtlich nehmen. Also Romances auch wirklich in dem Zusammenhang, dass es ja viele Menschen gab, die hier aus den Ländern kamen zur Arbeit und die sich zum Teil auch verliebt haben, und es gab Paare. Die Frage, was ist eigentlich dann gewesen? Und da ist nämlich die Realität doch auch ganz anders. Das Interesse
der DDR am sogenannten globalen Süden, das darf man nicht vergessen, war natürlich auch politisch und wirtschaftlich motiviert. Es ging auch darum, Anerkennung zu finden. Warum der Einstieg? Es ist sehr interessant, dass es jetzt in der jüngeren Zeit, also durchaus in den letzten Wochen, Monaten und ein paar Jahren, offensichtlich ein gesteigertes Interesse aus Kunst, Kultur und auch in den, an Universitäten an diesem Bereich der internationalen Solidarität gibt. Das ist jetzt hier eine Kunstausstellung in Dresden, die, glaube ich, auch immer noch läuft sogar. Und ich wähle den Einstieg, um ein bisschen deutlich zu machen, wie man sich dem Thema nicht zuwenden sollte. Aber ich habe noch ein, zwei Beispiele mehr parat. Es gibt, vor ein paar Jahren gab es so eine Webdokumentation unter dem Titel Bruderland, in der unter anderem sowas zu lesen war, wie, ich habe es jetzt nur diesen einen Satz markiert, die Vertragsarbeiterinnen oder ausländischen Arbeitskräfte, um die es geht, sie werden in Betrieben eingesetzt, um den Arbeitskräftemangel der DDR zu beheben. Gerade läuft in der Hochschule für im HKW eine Ausstellung, ganz ähnlich, Echos der Bruderländer, in der unter anderem auch zu lesen ist, das lese ich jetzt einmal ganz vor, im Schatten der ikonischen Bilder und ikonografischen Darstellungen von Solidarität, vereintem Klassenkampf und sozialistischem Internationalismus gab es noch eine andere Realität. Obwohl die DDR die Fairness ihrer Arbeitsbedingungen und die Möglichkeiten beruflicher Weiterbildung hervorhob, erlebten Vertragsarbeiter und Migrantinnen im Allgemeinen Ausbeutung, beengte Wohnverhältnisse, Überwachung, den Entzug gewisser Freiheiten und Rechte, wie etwa das Recht, schwanger zu werden oder eine Beziehung zu führen, rassistische und fremdenfeindliche Angriffe, einbehaltene Löhne und gebrochene Versprechen sowohl der entsendenden Regierung als auch der Führung der DDR. Das ist tatsächlich ganz typisch, dass das in diesem Sinne erstens die sogenannten Vertragsarbeiter, ich habe auch gelernt, dass das der Begriff auch erst nach 1990 wirklich etabliert wurde, in der DDR hießen sie einfach ausländische Arbeitskräfte, dass ein gern genommenes Topos ist, um zu beweisen, wie Rassismus in der DDR gelebt war und wie die DDR eigentlich diese Arbeitskräfte ausgebeutet hat. Es gibt glücklicherweise durchaus auch Gegenwind zu dieserlei Darstellung. Das wäre jetzt zu weit. Es gab jetzt am 14. März einen Artikel von Ulrich van der Heijden, den vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff ist, Historiker, Politikwissenschaftler, der viel zur Kolonialgeschichte Afrikas geforscht hat, der sich zu Wort gemeldet hat in der Berliner Zeitung und sagt, dazu sei nur angeführt, dass allein die Mosambikaner etwa 1500 Kinder zeugten und die Urlaubs- und Gesundheitsdienste ihrer Betriebe nutzten, es gemeinsame Freizeitveranstaltungen gab, kollegiale und familiäre Kontakte mit deutschen Kollegen gab, die Vertragsarbeiter mehr Geld verdienten als junge Wissenschaftler, Ärzte und andere Berufsgruppen in der DDR. Es ist, also, und da wäre noch sehr viel mehr zu sagen, also es ist wirklich voll mit Halbwahrheiten, Lügen und Entkontextualisierung, wie das dargestellt wird. Es ist aber ganz interessant, würde ich sagen, weil es gewissermaßen eine Methode gibt, die uns in allen Themenbereichen, wenn es um die DDR geht, immer wieder begegnet. Und ich würde sagen, das, was man sieht, ist, dass der Maßstab, der angewandt wird, um sich die DDR anzuschauen, eigentlich der Maßstab des Kapitalismus ist. Ja? Also psychologisch würde man sowas sagen wie Projektion, ja? Also die eigenen Anteile werden quasi übertragen auf die DDR. Wenn es ausländische Arbeitskräfte gibt, na, was konnte das denn anderes sein als Ausbeutung und Rassismus, ja? Und den Mangel der DDR quasi zu kompensieren. Und selbst dieser Maßstab, der da angewandt wird, wird in sehr unehrlicher Art und Weise angewandt, weil natürlich eigentlich der Maßstab selbst, wenn es um die Bundesrepublik geht, Westdeutschland geht, eigentlich nicht angewandt wird, sondern der wird dann eben nur gegenüber der DDR angewandt. Worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man sich dem Thema der internationalen Solidarität der DDR widmet, dann muss man verstehen, was das Wesen dieser Solidarität tatsächlich war und die besondere Qualität verstehen. Und dazu fangen wir an bei den Klassikern.
ein Zitat aus dem kommunistischen Manifest, das ich auch kurz vorlesen will. In dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation durch die andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im Inneren der Nation fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander. Das heißt, wenn wir über die internationalen Beziehungen des sozialistischen Lagers und auch der DDR reden, dann ist das keine Frage der Moral. Auch wenn ich das nicht despektierlich meine, weil die spielt durchaus auch eine progressive Rolle. Aber es geht um die Produktionsverhältnisse. Das heißt, die Durchsetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse ist notwendigerweise an die Ausplünderung der Kolonien geknüpft und hat diese auch zu seiner Voraussetzung, wo der Imperialismus und die Konkurrenz der Privateigentümer notwendigerweise ökonomische und politische Unterwerfung und Unterentwicklung braucht, verlangt die sozialistische Planwirtschaft notwendigerweise nach Kooperation, nach Aufbau von Produktionskapazitäten und Entwicklung. Das heißt, für den Sozialismus ist es schlecht, es ist nicht gut, wenn Völker in Unterentwicklung und Armut gehalten werden. Im Gegenteil wird die wirtschaftlich-soziale Entwicklung der Länder zur Voraussetzung des Sozialismus als Ganzen. Das heißt, mit dem Sozialismus kehrt sich eine historische Tendenz um, die der Kapitalismus seit, wenn wir wollen, seit dem 15. Jahrhundert, ca. 600 Jahre, sehr tief verankert hat in der Weltgeschichte. Und das ist eine notwendige Voraussetzung, würde ich sagen, um diese internationale Solidarität der DDR zu verstehen, diesen anderen Wesenszug, diese andere Qualität und die anderen Voraussetzungen zu begreifen. Jetzt bin ich schon wieder zu weit. Ja, genau. Das heißt, ich mache doch weiter mit dem nächsten Zitat schon, der vielleicht auch einigen bekannt ist. Samora Machel, Revolutionär und der erste Präsident auch der Volksrepublik Mosambik, der internationale Solidarität so fasst: Internationale Solidarität ist kein Akt der Nächstenliebe. Sie ist ein Akt der Einheit zwischen Verbündeten, die auf verschiedenen Gebieten für ein und dasselbe Ziel kämpfen. Das Wichtigste dieser Ziele ist es, die Entwicklung der Menschheit auf das höchstmögliche Niveau zu heben. Das muss man mal sacken lassen, glaube ich, auch insbesondere den letzten Satz, dass das Ziel eben dieser Entwicklung ist und der auch nochmal klar macht, es geht hier nicht um eine moralische Kategorie, um Charity oder so weiter. Es hat nichts mit dem zu tun und gemein, was wir als Entwicklungshilfe, was uns begegnet, sondern es ist tatsächlich eine Interessensübereinstimmung, die wir feststellen können. Eine Interessensübereinstimmung des sozialistischen Lagers, der DDR, mit den Befreiungsbewegungen, den jungen Nationalstaaten und dem Klassenkampf in kapitalistischen Ländern. In der DDR wurde das auch gefasst unter dem Begriff des revolutionären Weltprozesses, in dem eben diese drei Hauptströme zusammenlaufen und sich gegenseitig bedingen und eben kongruent sind, was ihre Gegnerschaft zum Imperialismus angeht und der Notwendigkeit zur eigenen Entwicklung. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, ausländische Arbeitskräfte und Studenten kamen in die DDR, um ausgebildet zu werden, um in ihrem Heimatland die wirtschaftliche Entwicklung aufzubauen. Das heißt, der Gegensatz wird offensichtlich zu dem, was wir bis heute als Brain Drain kennen und was gelebte Praxis ist, wenn Robert Habeck um die Welt tourt und nach Fachkräften für die deutsche Wirtschaft sucht, dann ist das genau das, dass eigentlich ausgebildete Fachkräfte aus anderen Ländern abgezogen werden. Die Ausbildung wird nicht für sie bezahlt, muss nicht von ihnen für sie bezahlt werden und sie fehlen an den Stellen, wo sie eigentlich wirtschaftliche Potenziale schaffen können. Das ist genau der Gegensatz, wenn wir die DDR uns anschauen und das sozialistische Lager, wenn hier ausländische Arbeitskräfte ausgebildet wurden, unter der Bedingung auch von Verträgen zwischen souveränen Staaten, was auch etwas völlig anderes ist, als wenn
ein Facharbeiter aus einem x-beliebigen Land individuell für sich entscheidet, dass in Deutschland oder sonst wo eben er mehr Geld verdienen kann mit seiner Ausbildung. Das heißt, es ist tatsächlich diese Voraussetzung, die natürlich in der Art und Weise, wie über internationale Solidarität jetzt bei in der HKW oder in Dresden in der Kunstausstellung sicherlich nicht berichtet wird. Ja. Was das auch bedeutet und zeigt, ist, dass die DDR jetzt insbesondere vielleicht im Verhältnis und im Unterschied zur Westdeutschen Bundesrepublik tatsächlich im Laufe des 20. Jahrhunderts eigentlich immer auf der anderen Seite stand. Ja, während der Westen mit der NATO nach dem Zweiten Weltkrieg Kriege in Korea, Vietnam, faschistische Putsche in Brasilien, Chile, Portugal, Spanien, Griechenland und darüber hinaus organisiert und unterstützt hat, stand die DDR auf der anderen Seite, hat genau. Ja. Ja, insofern, also ist es tatsächlich ja, also ziemlich absurd und ziemlich übel, wenn dass diese internationale Solidarität tatsächlich verkauft wird, nicht nur als eigentlich war sie gar nicht, hat sie gar nicht ihre eigenen Ziele erfüllt oder ausländische Arbeitskräfte wurden rassistisch beleidigt, sondern was damit auch einhergeht, ist eigentlich, dass man dem sozialistischen Lager eine gewissermaßen imperiale Politik eigentlich unterjubeln will. Der Sozialismus hat versucht, seine Kontrolle über den globalen Süden aufzubauen und genau in diesem Sinne werden quasi alle Handelsverträge und alle zwischenstaatlichen Beziehungen gewertet. Ja? Und das Gegenteil ist der Fall, das habe ich jetzt versucht ein bisschen deutlich zu machen. Okay, so viel vielleicht zu dem Grundsätzlichen, also tatsächlich eine völlig andere, ein anderes gesellschaftliches Verhältnis über die sozialistischen Produktionsverhältnisse, die eine ganz andere Art der Außenpolitik und der internationalen Beziehungen auch zur Folge hat. Ich will jetzt noch ein paar Sätze sagen also ein paar Schlaglichter werfen auf die tatsächliche geübte Solidarität in der Praxis. Zunächst einmal vielleicht, das ist jetzt nur Beiwerk, was ihr hier sehen könnt, aber vielleicht trotzdem ganz nett. Mit wem wurde Solidarität geübt? Das haben wir vorhin schon mal in diesem Schaubild gesehen. Es ging also um das sozialistische Lager, vor allem auch den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, der da eine entscheidende Rolle gespielt hat, aber auch überhaupt die Freundschaft mit der Sowjetunion. Und das ist vielleicht etwas, was man auch wirklich verstehen muss, weil das auch in einer Art und Weise mehr vielleicht zynisch auch behandelt wird, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Ermordung von 27 Millionen Sowjetbürgern unter der Hand und Verantwortung des deutschen Faschismus, das tatsächlich etwas sehr Besonderes war, dass da auch diese Art von Freundschaft wieder entstehen konnte und sehr explizit betrieben wurde, aber eben auch mit den Befreiungsbewegungen. Das ist direkt 1950 eigentlich und da entsteht auch institutionell eigentlich diese Art der Solidaritätsbewegung in der DDR mit, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es der Name ist, wissen Sie vielleicht besser, der Solidaritätsgesellschaft Verein, weiß ich nicht, zum Koreakrieg 1950 und aus diesen Solidaritätszusammenschlüssen entsteht dann später auch das Solidaritätskomitee, zu dem ich später nochmal komme, aber es gab eben insbesondere in der DDR, das ist sicherlich allen so besonderen in Erinnerung, die Solidarität mit Vietnam, der Anti-Apartheidskampf in Südafrika, insbesondere vielleicht auch die Solidarität mit Chile und die Solidarität gegen den Putsch von Augusto Pinochet 1973, aber auch die Solidarität mit den Klassenkämpfen in dem kapitalistischen Lager. Ein prominentes Beispiel, was immer wieder auftaucht, ist die Solidarität mit Angela Davis zum Beispiel und viele mehr. Also es ist tatsächlich für uns auch immer wieder erstaunlich. Es ist eigentlich egal fast, mit welchen
Land wir uns beschäftigen, ob Mali, Libanon, Guinea oder Tansania oder auch in Lateinamerika, überall ist die DDR irgendwie dabei. Ja. In welcher Form unterstützt die DDR? Also wirtschaftlich ist natürlich viel passiert, eben in Übereinstimmung der Interessen und im Sinne einer Kooperation. Die DDR hat Ausbildung organisiert, nur auch da Schlaglichter, was wir uns genauer angesehen haben, die medizinische Fachschule in Quedlinburg, in der auch medizinisches Personal ausgebildet wurde, von insbesondere auch aus Afrika, aber auch Lateinamerika, Asien, um in ihren Ländern eben selbst das Gesundheitswesen aufzubauen. Es ist auch interessant, dass die Schwerpunkte oftmals tatsächlich auf den Bereichen Gesundheit und Bildung liegen, was auch schon etwas ist, was ja, die Motivation der internationalen Solidarität vielleicht nochmal im Besonderen unterstreicht. Ja, dass es wirklich darum geht, auch die soziale Entwicklung, sag ich mal, in den befreiten Ländern, jungen Nationalstaaten aufzubauen. Bis 1990 werden in etwa 200.000 Bürger aus sogenannten Entwicklungsländern ausgebildet, mit beruflicher Ausbildung, Studium und so weiter. Darin sind jetzt nicht die ausländischen Arbeitskräfte drin. Ich habe jetzt hier einfach noch ein paar weitere Fotos mitgemacht. Das ist hier zum Beispiel die medizinische Fachhochschule, wo die Studenten unter anderem den 1. Mai dann in Quedlinburg auch angeführt haben. Die Schule der Freundschaft in Straßburg ist sicherlich vielen ein Begriff, die Fritz-Hecker-Gewerkschaftshochschule ebenso. Also da lässt sich sehr viel darüber sagen und das sind alles auch Themen, die selbst den Abend füllen könnten, wie das funktioniert hat und welchen Zweck das erfüllt hat. Die DDR war aber eben auch in den Ländern selbst aktiv, hat Lehrer ausgebildet, weiß ich nicht, in Tansania, hat Ausbildung organisiert, in Guinea und eben zum Beispiel auch das Krankenhaus, was wir oben links gesehen haben, das Carlos Marx Krankenhaus in Managua, in Nicaragua, ähnliche Großprojekte auch in Vietnam und so weiter, die dann von Freundschaftsbrigaden, insbesondere der FDJ, auch organisiert wurden. Neben wirtschaftlichen Solidaritätsmaßnahmen gibt es die politische Seite, was ich damit meine, ist, dass die DDR explizit auch daran beteiligt war, die staatlichen Strukturen aufzubauen. Wir haben das jetzt vor kurzem uns angeschaut, nochmal zur Demokratischen Volksrepublik im Südjemen, wo die DDR insbesondere für den Aufbau der geheimdienstlichen Strukturen, aber auch insgesamt der staatlichen Strukturen zuständig war. Ähnlich haben wir das auch mit Zeitzeugen aus Nicaragua erfahren, die besonders interessiert daran waren, wie in Deutschland, in der DDR die demokratischen Strukturen, die nationale Front, quasi das gesellschaftliche Bündnis eigentlich aufgebaut wurde, weil es da Ähnlichkeiten zu gab. Aber es gibt beispielsweise eben auch die militärische Seite. Und das ist, würde ich sagen, tatsächlich was, was man auch sehr offen und auch offensiv auch thematisieren muss eigentlich. Es geht eben auch nicht nur um Bildung oder Gesundheit, sondern es geht um aktive Unterstützung des nationalen Befreiungskampfes, dem ANC, der SWAPO, der PLO, aber auch der aus Palästina, wo Kämpfer ausgebildet wurden, auch in der DDR. Und eben im Sinne dieses revolutionären Weltprozesses gewirkt haben. Ja. Auf kulturellem Gebiet ist auch wäre sehr viel dazu zu sagen, eigentlich, was sehr interessant ist. Also fängt an bei sowas wie dem internationalen Pionierlager oder die Weltverspiel der Jugend und Studierenden, das Festival des politischen Liedes, internationale Dokumentarfilmwoche in Leipzig. Also auch in dem Sinne gab es in der DDR eine Erziehung und einen kulturellen Raum, der den anderen Völkern und Ländern auf Augenhöhe begegnen sollte und eben in Solidarität mit ihrer Befreiung. Ja. Vielleicht noch ein letzter Punkt und dann gebe ich gerne ab. Ich weiß nicht, ob ich über meiner Zeit bin. Nochmal, wer hat diese internationale Solidarität organisiert? Ich habe vorhin schon das Solidaritätskomitee angesprochen. Das ist hier links quasi ihr Logo, das letztlich erst Anfang 1970 als solches konstituiert wurde.
eben aus dem, auch als eine explizit nicht Regierungs, als eine Nichtregierungsorganisation quasi, weil es in der DDR bis der neuen Ostpolitik Westdeutschlands eben auch darum ging, die Hallstein-Doktrin auch ja, zu durchbrechen. Also die Hallstein-Doktrin, die Ihnen sicherlich auch ein Begriff ist, die Politik Westdeutschlands, die allen Staaten ja, das als einen unfreundlichen Akt gewertet hat, offizielle Beziehungen zur DDR aufzunehmen und das auch mit knallharten Sanktionsregimen bestraft hat. Und das ist etwas, was nicht nur der DDR natürlich auf die Füße fällt, sondern auch den Entwicklungen der ja, jungen Nationalstaaten, die dann nicht die Möglichkeit hatten, in dem Sinne auch Handel zu treiben und Strukturen aufzubauen. Also das Solidaritätskomitee interessant, weil es versucht eben abseits dieser Strukturen doch eben diese Verbindung aufzunehmen. Die FDJ-Freundschaftsbrigade natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Ja, und dann habe ich das Soli-Markenbuch des FDGB auch drauf genommen, weil auch das ist ein gern genommener eine gern genommene Kritik, sag ich mal. Ja, ja, Solidarität, das war alles von oben in der DDR, wie der Antifaschismus, wie alles, irgendwie alles war eigentlich undemokratisch aufoktroyiert und man hat dann da irgendwie so die Marken geklebt und dann war irgendwie auch gut. Mag schon sein, dass das auch eine Seite davon ist, die natürlich irgendwo eine Grundlage hat, darüber müsste man reden, aber im Wesentlichen würde ich sagen, und aus der Erfahrung, die wir gesammelt haben, war die Solidaritätsbewegung tatsächlich eine, die von der breiten Masse getragen wurde und eine, in der tatsächlich auch das politische Bewusstsein der DDR-Bevölkerung sehr ja, breit verankert war. Okay, ich glaube, hier mache ich mal einen Punkt und gebe ab. Ja, hallo von mir auch. Danke, Max. Also ich finde, Max hat jetzt sehr gut so ein bisschen unser Ansatz geschildert. Und was ich jetzt für den Rest des Vortrags sagen will, ist so ein bisschen die Forschungsfragen, die wir stellen, was unsere politischen Partner auch helfen können. Ja? Also was sind die ganz konstruktive, praktische Lehren aus dieser Geschichte? Und um das zu machen, wollen wir so ein bisschen die strategische Wendepunkte schildern und die Widersprüchlichkeit und Erfolge und Niederlagen auch in diesem Prozess diskutieren, sodass man auch ein bisschen so einen Eindruck bekommt, was war die Strategie der DDR und anderer sozialistischer Länder. Und beginnen muss man, glaube ich, mit dem 20. Jahrhundert, ja, wo der Kapitalismus dann verändert sich nicht mehr Kapitalismus von freier Konkurrenz, sondern Monopolkapitalismus, ja, das heißt Imperialismus. Und dieses System dann am Anfang des Jahrhunderts ja, also ist, erfasst so mehr als 70% des Erdballs und mehr als 70% der Weltbevölkerung ist so unterjocht unter diesem System. Und ich glaube, dieser nächste große dann Wendepunkt ist wirklich dann die Oktoberrevolution, und natürlich 1917 und zwei Jahre später dann die Gründung der Komintern, der Kommunistischen Internationale. Und hier hast du wirklich zum ersten Mal ein sozialistischer Staat, wo dieser antiimperialistische Kampf dann organisiert sein kann. Ja, das ist so Herd der Revolution, der antiimperialistischen Kampf ist. Ja. Und wie sicherlich bekannt ist, ist diese revolutionäre Welle in Europa erstmal geschwächt nach Oktoberrevolution und Novemberrevolution in Deutschland. Und die Kommunisten haben dann wirklich ihren Fokus auf die nationale Befreiung im Osten gesetzt, ja, in China oder in Afghanistan, in Indien und so weiter. Und hier hast du auch in der Kommentaren wirklich so eine ganz lebendige Auseinandersetzung mit dieser Frage, ja, wie hängen die Kämpfe der nationalen Befreiung mit den Kämpfen für den Sozialismus zusammen? Und was ist die Rolle von der nationalen Bourgeoisie in diese unterjochten Länder? Ja, das ist natürlich sehr berühmte Frage in China. Und dann hast du auch diese Treffen, was die Kommunisten auch in Deutschland organisieren, zum Beispiel die Antiimperialistische Liga, was in Brüssel stattfindet, wo
Kommunisten, Sozialisten und Führer von der nationalen Befreiungsbewegung zusammenkommen und ja, Strategien und Taktiken ausarbeiten zusammen. Also man kann wirklich sagen, das ist ein qualitativer Wendepunkt in der Geschichte, um diesen Widerstand zu organisieren. Und eben in diesen Weltkongressen der Komintern durch die 20er Jahre werden viele dieser Fragen diskutiert, vor allem in China, ne, mit diesem Verhältnis zwischen die bürgerlichen Nationalisten, den Komintern und die Kommunisten. Das wird alles diskutiert und eben dieser revolutionäre Weltprozess, was Marx erwähnt hat, ist dann auch so ausgearbeitet als These, was die Kommunisten ihre Strategie prägt. Ja. Und dann hast du nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 ist dieses revolutionäre Weltprozesskonzept mehr oder weniger bestätigt, weil man hat so auf einer Seite eine Schwächung der alten europäischen imperialistischen Mächte und das führt dazu, dass man nicht nur Revolution hat in China und Vietnam, aber auch diese antifaschistische demokratische Welle von Befreiung in Osteuropa. Und dann entsteht sozialistische Weltsystem, also nicht nur die Sowjetunion jetzt, aber wirklich mehrere sozialistische Länder, um diese antiimperialistische Kampf gemeinsam zu führen. Und ich glaube, man kann sagen, in diesen frühen Jahren, also Ende der 40er Jahre, sogar 50er Jahre, gab es auch eine gewisse Einheit in der antiimperialistischen Bewegung, wo es wirklich zusammenkommen, um diesen Kampf zusammen zu organisieren. Die nächsten Wendepunkte kommen dann in diese 50er Jahre. Ja? Also mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bricht auch dieses Kolonialsystem auch zusammen. Ja? Also du hast eine Welle von Dekolonialisierung und ab, glaube ich, Mitte der 50er Jahre ist es nur noch 3% der Weltbevölkerung, der unter dieser kolonialen Herrschaft noch steht. Also man hat viele junge nationale Staaten, die entstehen, in Afrika vor allem, aber auch in Asien. Und die Frage ist nun jetzt, wie kommen diese Länder weiter? Ja, die haben ihre politische Unabhängigkeit errungen, aber die stehen noch eigentlich unter so einem ökonomischen Abhängigkeitsverhältnisse mit dem Imperialismus. Und andererseits in dieser Länder durch diese koloniale Unterdrückung und Ausbeutung hast du eine sehr widersprüchliche ökonomische Situation. Ja, es gibt fast kein Proletariat, also keine Arbeiterklasse im Sinne von, wie ist es in Europa oder in Nordamerika. Man hat unheimlich viele Bauern und man hat so ein Comprador-Bourgeoisie, die bereit ist, mit Imperialismus zu arbeiten, aber man hat eben auch so eine Art nationale Bourgeoisie, die interessiert ist, so ihren eigenen Kapitalismus aufzubauen in dieser jungen nationalen Staaten. Aber es ist ziemlich deutlich, dass es eben eine zweite Etappe der nationalen Befreiung geben muss. Ja, das heißt, die ökonomische Unabhängigkeit zu erringen, nicht nur diese politische. Und um diese Situation zusammen zu diskutieren, wird in der Sowjetunion auch Beratung organisiert in den 50er Jahren. Das ist sozusagen eine Nachfolge von der Kommunistischen Internationale, was 1943 aufgelöst wurde während des Krieges. Und jetzt hat man in Moskau diese Beratung, wo alle kommunistischen Parteien und Arbeiterparteien zusammenkommen und versuchen, die Strategie, die neue Lage der revolutionären Weltprozess zu erorten und diskutieren. Und ist es auch zu dieser Zeit, so Ende der 50er Jahre, wo man diesen neuen Begriff entwickelt, was heißt Staat der nationalen Demokratie. Wenn ihr euch mit China auskennt, das ist so ein bisschen wie Maos neue Demokratiekonzept. Ja, also diese Idee, dass man so eine anti-imperialistische Volksfrontregierung haben kann, was diese zweite Etappe der Nationalbefreiungsbewegung führen kann. Und damit kann man auch die Voraussetzungen für den Sozialismus schaffen. Klassisches Beispiel dafür ist Kuba, wo man 1959 eine Art nationaldemokratische Revolution hat. Ja, das ist keine sozialistische Revolution erstmal, aber durch diesen Prozess danach entwickelt es sich Richtung Sozialismus und die nationaldemokratische Kräfte im Land entwickeln sich auch zu Kommunisten. Ja. Also Fidel Castro ist da auch ein gutes Beispiel für was die Kommunisten jetzt in den 50er Jahren oder Anfang 60er Jahre so
ausgearbeitet haben für sich. Ja. Man muss auch vielleicht hinzufügen hier, mit, dass da eine Neuorientierung auch stattfindet, 1956 mit dem 20. Parteitag unter Khrushchev in der Sowjetunion. Und hier wird auch vor allem dieser Begriff von friedlicher Koexistenz ausgearbeitet. Ja. Also man muss das auch verstehen in diesem Kontext vom Atomkrieg. Diese Gefahr steht jetzt, was früher nicht der Fall war. Also wenn es eine sehr schlechte Konfrontation zwischen Imperialismus und Sozialismus gibt, dann kommt es tatsächlich zu einem Atomkrieg und Vernichtung der Menschheit. Aber dieser Begriff friedlicher Koexistenz ist, jetzt steht im Raum und ist natürlich sehr widersprüchlich, weil man auf einerseits sagt, wir müssen den anti-imperialistischen Kampf weiterführen, aber auf anderer Seite will man einen Atomkrieg mit dem Imperialismus verhindern, vermeiden. Und dieser Begriff ist dann wirklich ausgearbeitet beim 20. Parteitag und es wird auch so betont, dass der Sozialismus wird noch über den Kapitalismus triumphieren, aber nicht so sehr mit Gewalt, sondern durch sein Beispiel. Ja. Also ist damit zusammen verbunden mit dieser Idee von so einem friedlichen Übergang zum Sozialismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und diese ganze Diskussion führt eigentlich zu der nächsten großen Wendepunkt und das ist wirklich dieser sino-sowjetische Split, was Anfang der 60er Jahre immer mehr spürbar wird und dann ab 1963 offen auftritt durch so einen Briefwechsel zwischen Kommunisten in China und Kommunisten in der Sowjetunion. Und die drei Hauptfragen, zumindest in diesem Bereich Anti-Imperialismus, sind eben wie hier gelistet. Also die Frage nach der entscheidenden Kraft im anti-imperialistischen Kampf. Ja. Die Sowjetunion sagt, naja, das ist eigentlich das sozialistische Lager, das sichert, dass wir einen anti-imperialistischen Kampf erfolgreich führen können. Und die chinesischen Kommunisten argumentieren eigentlich so eine Art Third Worldism. Ja, das heißt, dass naja, man muss die Kämpfe aus der dritten Welt, also die ehemaligen Kolonien, da muss dieser Hauptstoß kommen, um diesen revolutionären Weltprozess voranzubringen. Das ist so ein Kritikpunkt ganz am Anfang der 60er Jahre. Die zweite Frage ist, wer ist so Führer und Bündnispartner in dieser zweiten Etappe der nationalen Befreiungsbewegung? Also können wir eigentlich mit der nationalen Bourgeoisie arbeiten in diesen Ländern oder nicht? Und die Chinesen argumentieren sehr stark, dass naja, das Proletariat muss eigentlich die Führung nehmen, zusammen mit den Bauern. Ja, und das kommt auch zum dritten Punkt und das ist diese Frage, kann es einen friedlichen Übergang zum Sozialismus geben oder nicht? Und naja, diese maoistische Tendenzen argumentieren viel mehr für revolutionären Krieg, also bewaffneten Kampf statt Bündnissen mit bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Kräften in den ehemaligen Kolonien. Und die argumentieren dann auch eigentlich gegen so eine Art, diese friedliche Koexistenz. Ja. Das führt auch dazu, dass es ab 1969 auch wirklich eine sehr starke Konfrontation zwischen die Sowjetunion und China gibt. China bezeichnet sogar die Sowjetunion als sozialistisch oder sozialimperialistisch und Hauptfeind der Befreiungsbewegung. Dazu kommt es auch zu diesen Thesen von so beiden Supermächten, ja, dass UdSSR und USA sind genau so imperialistisch wie einander und es gibt eigentlich einen Konflikt zwischen armen Ländern und reichen Ländern. Ja. Und das führt dann ganz praktisch und konkret zu großen Problemen, zum Beispiel in Afghanistan, wo es diesen Kampf gibt zwischen die demokratische Regierung, oder revolutionär-demokratische Regierung in den 80er Jahren und die Mujahideen, also islamische Fundamentalisten, die gegen diese Regierung kämpfen. Und weil diese demokratische Regierung unterstützt wird von der Sowjetunion, fängt China an, mit den USA da zusammenzuarbeiten, um diese Mujahideen zu bewaffnen und finanziell zu unterstützen. Also hier hat man wirklich eine sehr schlichte, schädliche Entwicklung zwischen diese beiden sozialistischen Staaten in der Strategie.
Und ich will jetzt nur ganz kurz ein bisschen über die Strategie, was die Sowjetunion und DDR gefolgt haben, weil es ist auch das, was wir auch viel forschen. Das ist die Strategie, was fortgeführt, trotz dieser Spaltung in der kommunistischen Weltbewegung. Und die setzen tatsächlich sehr viel auf diese sogenannte revolutionäre Demokraten. Ja? Das ist so ein bisschen wie Fidel Castro in Kuba. Ja? Das sind, sagen wir mal, kleinbürgerliche Kräfte, oft aus Militär oder Intelligenz, die führen die nationale Befreiungsbewegung in diesen Ländern, aber die sind nicht oder noch nicht Kommunisten und sind vielleicht gar nicht so nah an Marxismus oder so. Aber die Idee ist, dass diese Führer, diese revolutionären Demokraten, die können eben den befreiten Ländern auf einen nicht kapitalistischen Weg bringen oder so eine sogenannte sozialistische Orientierung geben, dass die Arbeiterklasse sich wachsen kann in diese Länder und langsam auch die Führung übernehmen kann. Also du siehst es auch, dass manche von diesen revolutionären Demokraten sich zunehmend den Marxismus und den Kommunisten zuwenden auch. Ne? Das ist Fidel Castro ist ein gutes Beispiel dafür, aber hier zweiter von links, das ist der Kwame Nkrumah, der kam auch sehr nah an den Kommunisten. Und das ist vor allem so ein Prozess, ja, die revolutionären Demokraten lernen durch die interne oder innere Kämpfe in ihren Ländern, dass man kann eigentlich das nicht leugnen, dass es Klassenkampf gibt, selbst in unseren Ländern. Und man muss eigentlich die Arbeiterklasse und Bauernschaft als fortschrittlichste Kräfte innerhalb unserer Länder. Und man muss einheimischen Kapitalismus auch langsam bekämpfen und überwinden. Das ist eine Reihe von revolutionären Demokraten. Das sind Nasser aus Ägypten, Nkrumah aus Ghana, Castro aus Kuba, Touré aus Guinea und Ben Bella aus Algerien. Und man hat dann in diesen Jahren auch diese politische Kräfte in diesen Ländern unterstützt, obwohl sie eben, wie gesagt, nicht unbedingt Kommunisten waren. Und die Kommunisten oder die kommunistischen Parteien in diesen Ländern würden dann auch beraten, so diese Politik der Einheit. Ja, also die mussten zusammenarbeiten mit den revolutionären Demokraten. Das klappte manchmal ganz gut, ja, wie in Kuba und in manchen afrikanischen Ländern auch. Aber eben auch in anderen Ländern, vor allem im arabischen Raum, hat das nicht so gut geklappt. Vor allem in so Irak und Syrien und auch in Ägypten. Es gab diese revolutionären Demokraten, aber die haben eben, weil sie diese kleinbürgerlichen Vorurteile hatten, haben sie auch oft gegen die Kommunisten gearbeitet und unterdrückt. Und das führte dazu, dass man wirklich in Irak und Syrien große Verluste hat unter den Kommunisten, was teilweise auch nicht genug kritisch aufgearbeitet wurde in der Sowjetunion. Allerdings in den 70er Jahren hast du wirklich so eine Art Höhepunkt von diesem anti-imperialistischen Kampf. Ja, man hat Sieg in Vietnam, die Befreiung Saigons. Man hat dann eine Reihe von Befreiungen nach der Revolution in Portugal. Und da entsteht auch sehr weit reif entwickelte Staaten wie Mosambik und Angola. Und dann hast du auch in Äthiopien und Jemen, wie Max meinte, und Afghanistan, Kongo. Du hast sehr fortschrittliche Länder, die wirklich sich annähern an den sozialistischen Staaten. Allerdings muss man sagen, dass alle diese Länder extrem unterentwickelt waren. Ja? Die waren nicht, die Voraussetzungen für den Sozialismus haben völlig gefehlt, kann man sagen. Ja? Also dieser Weg aus der kolonialen Unterdrückung zum Sozialismus war äußerst schwierig in diesen Ländern. Aber es gab eben, wie gesagt, wirklich diese Stimmung von Optimismus und Zuversicht. Ne? Da hast du auch 1973 Weltfestspiele in Berlin. Das war eine ja, wirklich ein Kulminationspunkt vom ganzen Jahrhundert. Ja, und jetzt komme ich langsam zu Ende. Also, ich glaube, der nächste Wendepunkt setzt sich ein, so ab der Mitte der 70er Jahre, wo man dieses sogenannte Neues Denken, was sehr verbunden ist mit Gorbatschow später, das setzt langsam ein in der kommunistischen Bewegung oder vor allem in der Sowjetunion, muss man sagen. Das ist vor allem in der sowjetischen Wissenschaft verbunden mit diesem Mann, Professor Karl Butens.
erst so, er gilt als Gesicht von so einer neuen Strömung in der Wissenschaft. Und seine Argumente sind vor allem sehr... Wer ist das? Karen Brutitz heißt er. Der argumentiert vor allem sehr pessimistisch über die revolutionäre Demokraten im globalen Süden oder in der dritten Welt und sagt, dass diese zweite Etappe der nationalen Befreiungsbewegung eigentlich viel schwieriger ist, als wir erst angenommen haben. Und vor allem Fragen wie diese soziale Basis der revolutionären Demokratie ist vor allem aus den Bauernschaften, Kleinbürgertum und es ist, fehlt an Arbeiterklasse. Er sieht das als großes Problem. Ja? Das heißt, er führt, also dieser subjektive Faktor für den Sozialismus fehlt völlig noch. Und der schlägt dann auch sehr, sagen wir mal, pragmatische Lösungen vor, wie er das argumentiert. Der argumentiert, dass diese Unterstützung für den nicht-kapitalistischen Entwicklungsweg kostet die Sowjetunion zu viel. Ja? Also er sagt, wir müssen eigentlich weg von diesen kleineren, ideologisch festen Ländern wie Angola, Afghanistan, Nicaragua und so weiter. Und wir mussten viel mehr mit den großen kapitalistischen Staaten arbeiten, wie Brasilien, Indien oder Mexiko. Und er argumentiert auch, dass es diese sogenannte gerechte politische Lösung in Regionen geben soll, wo es Konflikte gibt. Also er betont Frieden über alles, das heißt auch Rückzug aus Afghanistan, obwohl es militärisch gesehen nicht notwendig war, und auch Kompromisse in Palästina und so weiter. Und interessant finde ich, ist auch, er argumentiert sehr stark für sogenannte Multilateralisierung oder so eine polyzentristische Außenpolitik, also vielleicht das, was wir heute mit diesem Begriff Multipolarität verstehen. Der Brutitz argumentiert eigentlich weg von diesem Schema Sozialismus und Imperialismus und sagt eigentlich, naja, man muss viel mehr so eine polyzentristische, das heißt mehrere Lager in Welt anerkennen und mit allen zusammenarbeiten und nicht nur dieses Sozialismus-Kapitalismus-Gegensatz sehen. Ich will nur ganz kurz sagen, was die DDR dazu gesagt hat. Die waren so ein bisschen gefangen zwischen Loyalität zur UdSSR und auch den Pflichten des proletarischen Internationalismus. Also die Führung in der DDR war sehr skeptisch über diese Wende. Aber es gab auch einige junge Wissenschaftler, die haben wirklich mitgemacht und es groß unterstützt, was von Brutitz kam. Und man muss auch sagen, im Unterschied zur Sowjetunion fährt die DDR ihre Unterstützung für die sozialistisch orientierte Länder im globalen Süden nie runter. Ja, also die Sowjetunion hat angefangen, zum Beispiel aus Afghanistan zu kommen, weniger wirtschaftliche Hilfe für afrikanische Länder zu geben. Aber die DDR bleibt immer dabei und folgt dieser Strategie bis zum Ende. Und ja, 1990 kommt es dann zur Auflösung des sozialistischen Weltsystems. Und ich glaube, da sieht man auch schon wieder, dass dieser Begriff revolutionärer Weltprozess ist eigentlich bestätigt. Ja, weil sobald eine Strömung in diesem Weltprozess zusammenbricht, fallen alle anderen zusammen. Ja, also dieser nicht-kapitalistische Entwicklungsweg, was man in Afrika gesehen hat und in Asien, das fällt wirklich weg. Und diese Länder gehen zurück zu einer Art kapitalistische Entwicklung mit allen Problemen, was das heißt, Ungleichheit und Armut und so. Du hast dann auch natürlich Kollaps von der kommunistischen und Arbeiterbewegung im Westen und die Wiedereinbindung der meisten sozialistischen Länder in das kapitalistische Weltsystem. Also diese große Erzählung, was ich jetzt aufgemacht habe, ist so ein bisschen zu zeigen, was sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Wenn wir sagen, wie Max gesagt hat, dass wir nicht diesen bürgerlichen Ansatz machen, sondern wirklich für uns verstehen wollen, was ist aus dieser Geschichte zu lernen. Was können wir heute in diese politische Bewegung und fortschrittliche Bewegung hineintragen? Das sind die hier. So, was oder war eine ökonomische Unabhängigkeit vom imperialistischen Weltsystem überhaupt möglich zu dieser Zeit? Ja? Was waren die Grenzen des sozialistischen Lagers? Waren die ökonomisch stark genug, um die befreiten Länder langsam aus diesem kapitalistischen Weltsystem rauszuholen und in ihr eigenes System zu integrieren? Ja, das heißt RGW und so weiter, oder nicht. Ja? War die koloniale Erbe und Rückständigkeit einfach zu groß im 20. Jahrhundert, um das zu ermöglichen? Und waren die Strategien, was die verfolgt haben, auch tragbar?
Und die zweite Frage ist eher so ein bisschen mehr politisch, ja. Also wie könnte sich aus den heterogenen und teils von bürgerlichen Kräften dominierten Befreiungsbewegungen die fortschrittlichen und konsequent antiimperialistischen Kräften durchsetzen, ja. Das ist diese Frage der revolutionären Demokraten, ja. Wie sah diese Zusammenarbeit aus? Wie ist es erfolgreich geworden und wie nicht? Und dazu gehört natürlich auch dieser Begriff Nicht-Pakt-Gebundenheit, was viele dritte Weltländer befolgt haben, wo die gesagt haben, weder Sozialismus noch Kapitalismus, wir gehen unseren eigenen Weg. Die Frage ist, wie ist die DDR damit hingegangen? Ja. Und wir gucken das an sehr konkreten Beispielen zurzeit an, weil sonst hat man immer die Gefahr, dass man auf dieser abstrakten Ebene bleibt. Also wir haben in den letzten paar Jahren haben wir so ein bisschen konkret entlang die Erfahrungen in Mali, wo es in den 60er Jahren wirklich sehr revolutionäre Umwälzungen gab. Auch im Kongo, wo es einen längeren Zeitraum, fast über 20 Jahre, diese revolutionäre Umwälzung gab. In Jemen und auch eben in Afghanistan. Und wir arbeiten auch zu anderen Ländern auch. Aber ja, wir sind nur eine kleine Forschungsstelle und es gibt viel zu tun. Ja, ich glaube, das war's. Ja, keine Frage, sondern eine Information, vielleicht für die nicht uninteressant. Die DDR hat auch Industrie und andere Anlagen in viele Länder geliefert, also auch in solche Länder. Und damit dort über diese Unterlagen eine Ordnung herrscht in der DDR, war meine Frau verantwortlich. Und alle diese Unterlagen waren VVS, also unter Verschluss, weil zu viel Sabotage von der Bundesrepublik in diesen Ländern an diesen Objekten geübt wurde. Punkt 1. Zweitens, es gab dann die Zeit, wo der Einigungsvertrag ausgearbeitet wurde und die Demisier-Regierung, da hatten, das wissen die wenigsten, diese Staatssekretäre oder wie die Funktionäre alle hießen, schon Berater aus dem Westen. So. Das wüssten wir nicht als DDR-Bürger, aber das war schon zu der Zeit so. Ich hatte dann mit so einem auch mal ein Disput, aber das ist ein anderes Thema. Und diese Berater haben dafür gesorgt, dass diese Unterlagen, da wusste ja jemand Bescheid, dass diese Unterlagen alle vernichtet werden müssen. Und das waren immerhin allerdings betrachtet auch Objekte in der Sowjetunion und in anderen sozialistischen Ländern, ne? Über 3000 oder so in so einer Größe. Und da wurde eben unter Bewachung alles in den Kollergang zermalen, an diesen VS-Unterlagen. So, und zwei Tage später oder drei Tage später kommt im Fernsehen ein großer Bericht von unser Herrn Kohl, Kanzler, der teilte mit, dass in der DDR überhaupt keine Übersicht über die ausländischen Anlagen existiert. Da sind Jugendbrigaden in allen möglichen Ländern. Kein Mensch weiß, wo welche Leute sind. Das war alles Bestandteil dieser Unterlagen. Also das war schon organisiert, dass solche Informationen kommen. So, wir haben das gesehen, zufällig im Fernsehen. Haben uns ja nicht alles angeguckt, aber mit Zufall bringt. Und ich habe dann rumtelefoniert, wer ist denn heute dieser Chef von dieser Sache, ne? Und dem eine Mitteilung geschickt, diese Unterlagen sind aber noch auf unserem großen Rechner. Ja, erhalten. Die sind also da. Die müssen die richtigen Leute fragen. So, und das sollte für diesen Chef sein, eine Legitimation, dass er nicht der dämliche DDR-Mensch ist, ne? Der keine Ahnung hat. So, und was war die Folge? Es kam ein Herr mit zwei Polizisten bewaffnet, mit Pistole, in das Büro, wo ich war.
Das war noch ein Doppelzimmer, alle anderen Leute mussten raus. Für neue. Na, du hast die Datenverarbeitung bearbeitet. Naja, war ich bewacht. Keiner wusste warum. Außer wegen dieser Mitteilung. Ja? So, und naja, als dann Feierabend war, also ich hatte immer Polizeibegleitung auf die Toilette und sonst will ich erst nicht oben die stehen. Als dann Feierabend war, wir haben Feierabend, sind wir gegangen und dann konnte ich nach Hause gehen. Also so war die Bewachung. Aber derjenige, der mit den beiden Polizisten dazugekommen war, den hat die Bundesrepublik als Präsidenten gewählt. Oh. Kaum. Ach ja. Aber ja. Der war doch klar. Klar. Der kam da hin, ich bin das erste Mal hier drin. ja, also ich fange jetzt mal mit den sehr interessanten Berichten jetzt von Zeitzeugen. Das ist auch nämlich eine Sache, was wir machen als IFDR, Forschungsstelle DDR, ist tatsächlich auch viel Interviews mit Zeitzeugen. Wir nehmen das oft auf, um die ganze Erfahrung zu sammeln und schauen, dass die auch nicht verloren gehen. Ja, das ist auch eine sehr wichtige Seite unserer Arbeit. Da können Sie auch auf unserer Webseite sehr viel solche Interviews sehen. Zu dieser Frage von dir, Petra, über die Wirtschaftsproduktivitätsfrage. Ja. Ich finde, das ist auch was, womit wir uns sehr viel beschäftigen, auch wenn man Beispiele wie Kongo oder Mali anschaut. Ja. Das sind kleine Länder in Afrika, die hatten wirklich eine sehr revolutionäre Kurs gewählt für sich. Das Problem war, dass durch die Kolonialisierung des Kontinents kam es oft zu Spaltungen, wo also diese Grenzen, die total willkürlich aufgezogen wurden. Und das heißt, dass diese kleinen Länder wirklich dann isoliert waren. Ja? Und zu dieser Zeit war das sozialistische Lager also nicht schwach ökonomisch, aber auf jeden Fall nicht so stark wie die kapitalistischen Länder. Ja? Und das hat schon große Probleme in diesem revolutionären Kurs verursacht. Ja? Weil die wollten viel mehr handeln mit den sozialistischen Ländern führen. Aber zum Beispiel mit Mali konnte die DDR nie ernsthafte Importe und auch Exporte schaffen. Ja. Das war wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es zum Beispiel also im 20. Jahrhundert eine sehr starke, sehr ausgebildete subjektive Faktor gab in vielen dieser Länder. Ja. Das Problem war, die objektiven Bedingungen waren äußerst schwierig. Ja. Vor allem in Afrika, im tropischen Afrika. Und das ist auch so interessant, wenn du auch über Mali und Jemen heute sprichst. Da ist natürlich eine andere Situation, vor allem dieser wirtschaftliche Aufstieg von China, wo man, wenn man diese Belt and Road, ja, diese neue Seidenstraße anschaut, da entsteht eigentlich schon eine große ökonomische Infrastruktur, was die Sowjetunion damals nicht gestemmt hat. Aber also man kann sagen, vielleicht damit sind die objektiven Bedingungen verbessert. Ja. Aber man muss auch sagen, dieser subjektive Faktor ist nicht so stark, wie es war im 20. Jahrhundert. Ja. Also diese sozialistische Weltsystem, also ein Weltsystem, was konkurriert mit dem Kapitalismus als Block sozusagen, gibt es heute nicht mehr. Es gibt China sicherlich, aber die treten auch nicht so wirklich auf als revolutionärer Gegenpol zum Imperialismus, also gerade. Ja. Und das heißt, dass wir haben so ein bisschen so eine Rückkehr von was wir im letzten Jahrhundert hatten, wo es sehr stark subjektive Faktor, sehr schwache objektive Bedingungen. Heute haben wir ziemlich starke objektive Bedingungen für Voraussetzungen dafür, dass manche Länder wie Mali oder Jemen vielleicht doch aus dieser imperialistischen Unterdrückung herauskommen können. Jedenfalls ist dieser subjektive Faktor, glaube ich, oft geführt von anderen Kräften als Sozialisten. Das sieht man in Jemen. Ne? Das sind keine Sozialisten, sondern religiöse Kräfte vor allem. Ne? Aber offensichtlich. Auf jeden Fall diese Faktor, diese Seite gibt es. Ja? Ja, und ich weiß nicht, willst du übernehmen mit anderen Fragen? Also
Es gab vor allem die Frage zu der Forschungsstelle selbst noch. Ne? Aber also vielleicht ein kurzes Wort zu Maoismus, also dieser Wendepunkt da. Ja, wir beschäftigen uns viel natürlich mit der DDR und das heißt eher mit der Sowjetunion und diese Wendepunkte. Ich will da auch nicht so viel reingehen, weil das kann auch einen ganzen Abend führen, diese Diskussion. Ja. Aber es ist, was wir gemerkt haben, ist, dass diese Spaltung zwischen Sowjetunion und China war extrem schädlich. Ja. Es hat zu dieser Überspitzung geführt, was... ja, wie ich diese Beispiele mit Afghanistan genannt habe, sehr ja, zu bedauern waren, sagen wir mal, für den anti-britischen Kampf. Und ja, also diese Diskussion über NÖP, also neue ökonomische Politik und so weiter, ja, also ich will da nicht so tief reingehen, aber ist auf jeden Fall, da ist eine Frage, wo man eigentlich mehr forschen musste. Ich glaube, wir sind nicht vielleicht die richtigen Leute, um das zu machen, aber ja, es wäre auch interessant, mit euch in Diskussionen darüber zu kommen, wie ihr diese ganzen Wendepunkte in China betrachtet. Ja. Vielleicht will Max was kurz zum Vorstellen sagen. Ja, vielleicht bevor wir dahin kommen, nochmal auch eigentlich ein Satz. Ich finde eigentlich zumindest auch das, was mich gerade viel umtreibt, eigentlich genau dieses Verhältnis, eigentlich, was Matthew jetzt angesprochen hat, aus subjektiven und objektiven Faktoren, eigentlich glaube ich, was wir uns mitnehmen sollten und überdenken sollten und damit auch tatsächlich eigentlich die Gegenwart und die aktuelle Entwicklung befragen sollten. Man muss wirklich, glaube ich, sich klar machen, was die Oktoberrevolution für ein Fanal war. Ja. Also, dass es gezeigt hat, es ist möglich, diese Art von imperialistischer Unterdrückung da auszubrechen. Und man muss andererseits wirklich, glaube ich, in Rechnung stellen, was das bedeutet hat, diese 500, 600 Jahre an Kolonisierung, also welche Deformierung der Wirtschaften dabei entstanden sind und wirklich für den Jemen beispielsweise, es gab eigentlich keine nationale Wirtschaft in diesem Sinne, ja, sondern eine, die ganzen wirtschaftlichen Strukturen waren ausgerichtet im Interesse des Imperialismus. Das heißt, im Wesentlichen hatte man eben ehemals britische Kolonie, zumindest der Südjemen, ein Interesse davon, vor allem den Hafen und die Schifffahrt quasi im Roten Meer zu kontrollieren und gleichzeitig das als militärischen Stützpunkt für die Kriege und Interventionen Großbritanniens zu nutzen. Und ja, auch selbst die landwirtschaftliche Produktion, die eigentlich noch auf dem Niveau von feudalen Strukturen eigentlich war und eher auf Subsistenzniveau. Ja. Und das heißt, unter diesen Voraussetzungen eigentlich dann da auszubrechen für den Südjemen dann Anfang, also Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ja, das ist, dann steht man da. Ja, dann muss man diese wirtschaftlichen Entwicklungen erstmal schaffen. Und das ist eine riesige Aufgabe, die wir, glaube ich, nicht unterschätzen dürfen quasi, oder was diese, wie gesagt, 500 Jahre Kolonisierung eigentlich angerichtet haben, der unter anderem auch der ganze Sklavenhandel, also was irgendwie da an Potenzialen rausgesogen wurde aus den Ländern, vor allem Afrikas und Asiens, dass ja, einfach diese Unterentwicklung so massiv für Jahrhunderte geprägt hat. Ja, und das ist, da war dann die Oktoberrevolution das Fanal, das aufzubrechen. Und in dem Sinne wirklich auch die Voraussetzung für einen sehr starken subjektiven Faktor. Das Fanal unserer Epoche oder unserer Zeit ist vielleicht sehr, sehr, also sehr negativ insofern, als dass die, ich würde sagen, Konterrevolution oder der Niedergang des sozialistischen Lagers 1990 eigentlich so sehr noch seinen Schatten wirft auf die politisch-ideologische Auseinandersetzung unserer Zeit. Ja, und damit eigentlich offensichtlich, ja, die ganzen kommunistischen Kräfte international voll in einer völligen Defensive oder marginal oder wie auch immer dastehen. Und das ist, denke ich, mit einer der entscheidenden Herausforderungen, eigentlich diese Verbindung herzustellen aus ökonomischer Potenz und politischem Kampf. Ja. Gut, zur Forschungsstelle selbst vielleicht noch zwei, drei Sätze. Ich habe am Anfang schon was gesagt, es ist eine sehr kleine Forschungsstelle, man darf sich da keine Illusionen machen. Wir sind 4, 5 Leute, die an verschiedensten Themen arbeiten. Wir haben als eine quasi entscheidende Veröffentlichungslinie, wie das Studien zur DDR,
Da haben wir quasi eine, also zwei veröffentlicht, eins im Gesundheitswesen in der DDR, eine, die insbesondere die ökonomische Gesamtentwicklung, sage ich mal, der DDR skizziert und insbesondere den antifaschistisch-demokratischen Umwälzungsprozess als Ausgangspunkt diskutiert, werden jetzt demnächst oder in diesem Jahr zumindest einen Text zur Landwirtschaft in der DDR herausbringen. Das ist quasi eine Linie der Veröffentlichung, eine andere ist eben dieser Bereich der internationalen Solidarität. Wir haben es Freundschaft getauft und dazu schreiben wir eben verschiedene Texte und Artikel und auch uns interessiert auch, dass andere Wissenschaftler und Interessierte dazu Beiträge schreiben. Aber das ist so ein bisschen quasi vielleicht ein bisschen die Realität, mit der wir arbeiten. Und wie gesagt, das Entscheidende ist vielleicht wirklich zu verstehen, dass wir das innerhalb dieses internationalen Netzwerks tun. Das ist eigentlich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal der Forschungsstelle. Das heißt, wir sind tatsächlich gut vernetzt, darüber ja auch der Kontakt zu Amadeus und gut vernetzt mit politischen Akteuren im globalen Süden, insbesondere auch zum Beispiel mit der MST, der Landlosenbewegung in Brasilien oder der NUMSA, der Metallarbeitergewerkschaft Südafrikas und anderen politischen Akteuren, auch Parteien, mit denen wir zusammenarbeiten, sag ich mal, und wo für alle Beteiligten klar ist, okay, wir müssen auch das Niveau unserer wissenschaftlichen Arbeit heben. Ja? Und dazu wollen wir eben einen Beitrag leisten, insbesondere diese Erfahrung des sozialistischen Aufbaus fruchtbar zu machen. Thank you.